Und ich glaube nicht, dass wir als Statue durchgehen und uns vielleicht ein paar Münzen zu Füßen geschmissen wird. Ja, war mal ganz im Ernst. Was sollen wir jetzt bitte tun? Im Club Alamut gibt's nicht. Wir können mit den ganzen Leuten hier überhaupt nicht reden. Die wissen nichts. Das muss irgendwie mit Neo zu tun haben. Mit denen können wir aber auch nicht reden. Das Einzige, was wir haben, ist die Katze und die Glocke. Hallo Katze. Ja, schön stehst du da. Und die Glocke, mehr ist hier nicht. Du hast nichts gesehen. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Hä? Hä? Was? Der Fall hat der Statue nicht gut getan. Die Arme sind abgebrochen und zerbröselt. Können wir das mitnehmen? Okay. Also doch, Neo. Irgendwas, jetzt ist ja auch wieder ansprechbar. Okay. Na, das waren ja auch unsere letzten Mittel. Sonst hätte ich echt nicht gewusst, was hier los ist. Aber okay, Neo. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Willst du eventuell die Toilettenspülung haben? Was hältst du von der Spülkette für die Toilette? Bauen Sie eine Toilette in kleinen Raten zusammen? Moment mal, willst du mich verarschen? Nee. Erkennst du die Schlüssel? Nein. Du kennst nicht die Schlüssel? Okay, er ist vielleicht auch zu jung, um im Club Alamut aufgenommen zu werden. Kann ich die Statue haben? Sie ist schließlich zerbrochen. Natürlich, und wenn mein Vater den Kater dafür zwischennimmt, dass er sie zerbrochen hat, können sie auch noch eine schicke Fellmütze haben. Tja. Bis dann, Neo. Und tschauzi, Sir. Dann hoffen wir mal nicht, dass dein Vater die Katze ins Visier bekommt und daraus irgendwelche Schuhe oder Mützen macht. Denn die hat uns jetzt im Endprodukt geholfen und dein Ball scheint weg zu sein, oder? Okay, so, jetzt haben wir eine Statue. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. So, jetzt haben wir eine Statue. Können wir die irgendwie, weil wir brauchen ja Bargeld, können wir die verkaufen? Ich gehe mal nochmal zu unseren Sultan Ultar und schau mal, ob er nicht diese Statue als Bezahlung eventuell annimmt. Ich glaube, irgendwie war das so. Ich weiß jetzt aber nicht ganz genau. Hey, heiliger Ultar, nimm diese von Katzen gesegnete Statue und zerbrochene doch bitte als Tausch gegen die Ausfahrt, Einfahrt, Taxifahrt. Ach, ihr wisst schon. Da bin ich wieder, Ultar. Preis sei Allah. Schauen Sie sich das hier mal an. Ha. Statuette zerbrochen. Nicht viel wert. Was heißt hier nicht viel wert? Naja, ich habe immer noch kein Bargeld. Okay. Wir sehen uns noch, Ultar. Möge... Statue nicht viel wert. Können wir irgendwas mit der Statue machen? Wir haben ja Gips. Wir gehen mal aufs Klo. Vielleicht können wir da irgendwie das reparieren oder so. Ja, obwohl Wasser gibt's ja hier nicht. Oder brauchen wir noch irgendeinen Gegenstand? Vielleicht doch nicht. Na toll. Ich gehe jetzt einfach mal alles durch. Vielleicht doch nicht. Eine Kette? Vielleicht doch Kette nicht. An die Statue würde auch keinen Sinn machen. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Hä? Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Hä? Wie jetzt? Durch die Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Durch Theaterschminke? Ah ja, gut. Warum auch nicht? Ja, das war ja auch der letzte Weg. Die Statue, ich weiß irgendwo das noch. Also es sind noch so ein paar Brocken im Kopf.
dass wir da irgendwas eintauschen müssen. Mir war nicht so, als brauchten wir Geld. Aber jetzt mit der Theaterschminke? Na gut, was hilft, das hilft. Hier, Ulta, nimm die geheiligte, von Sonnenlicht durchtränkte heilige Statue bitte als Gegenwert gegen deine sultanischen Taxifahrkünste entgegen. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Schauen Sie sich das hier mal an. Ha, Statuette zerbrochen und Schmutz. Nicht viel wert. Was? Was? Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Nicht viel wert? Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Also langsam bin ich ein bisschen überfordert. Obwohl, es könnte sein, Pearl, die sammelt doch so alten Ramsch und so ein Zeug. Vielleicht müssen wir irgendwie ihr die Statue andrehen. Erstmal schauen, was Dwayne dazu sagt. Hallo, Dwayne. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Du kannst mir helfen, indem du mir Geld gibst. Was halten Sie davon? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Danke für das Geld, Twain. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben. Die römische Statue! Ja. Okay, bis bald, Twain. Worauf Sie sich verlassen können, George. Haben wir einfach irgend so ein altes, runtergefallenes, zerbrochenes Stück Gips aufgehoben? Das mit Westheimers Nummer 47 oder so. Wieder blank geputzt und er kauft sie uns ab für 50 Piepen. Tja, römische Statue halt. $50. In den Staaten hätten sie für mich nur einen netten Abend in der Bar dargestellt. Hier in Marib sind sie harte Währung. Oh ja. Und dreimal dürft ihr raten, wofür wir dieses Geld ausgeben. Können wir noch mit Neo sprechen? Was sagst du zu so vielen Mäuse? Die hättest du haben können. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Hey, ich habe den Touristen $50 abgeknöpft. Gratuliere, Sir. Gratuliere. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. Oh Mann. Ein Schlitzohr jagt das andere. Tja. Eine römische Statue. Da kann man nichts anderes zu sagen. Wenn Dwayne das als römische alte Statue identifiziert, wird er wahrscheinlich auch recht haben. So, Ulta. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg nach Bullshead Hill. Mal schauen, ob die Taxifahrt auch bequem ist. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ja, Preis seien 50 Gold. Nochmal zum Thema Bullshead Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen. Sehen, ja? Tja, vielleicht. Unglaublicher Glücksfall. Bullshead Sonderangebot, nur 50 Yankee-Dollar. 50, wie? Was für ein Zufall. Nimm das Geld. Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt die Miete. Miete. Hä? Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh, okay. Ich bin in einer Minute da.
Hui, das ist ja wie so eine Ballerina. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften, also lasse ich sie lieber auf der Theke. Okay, das wäre mir jetzt nicht eingefallen. Da ist er. So ein abgehalftertes Fahrzeug und dafür willst du $50? Das wird ja immer besser hier. Richtige Wucherpreise. Ulta steht einfach nur so herum. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist etwas nicht in Ordnung, wieder einmal. Och nee, komm. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. So, komm, jetzt gibt's doch irgendwelche Probleme, oder? Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marib. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bäh, ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxis sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben sie Nagel durch Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Ja. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten, wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Och Mensch, Ulta, willst du uns irgendwie verarschen? Wozu zahlen wir eigentlich $50? Die Kiste fällt uns eh unterm Hintern zusammen während der Fahrt, möchte ich fast schon annehmen. Ein Keilriemen. Wie sollen wir bitte einen Keil? Da fällt mir nichts anderes als die Klospülung ein. Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder? Damit so können stehlen Kette? Sie ganz krümelig im Keks, was? Nee, das können wir nicht nehmen können. Das ist keine gute Idee. Ach du meine Güte. Tschüss, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Ja, ich denke auch. So, jetzt dürfen wir hier überlegen, obwohl das sein Geschäft ist, himmlische Taxifahrten und so ein Scheiß, dürfen wir uns jetzt überlegen, was wir als Keilriemen nehmen? Och Mensch. Vielleicht hat Pearl ja eine Idee oder irgendwelche alte Tangas, die sie nicht mehr braucht. Hallo Pearl. Hallo George, schön Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen die Kette für die Toilette? Sie sind ein ganz seltsamer George. Ich muss jetzt gehen. War mir ein Vergnügen. Ja, also da gibt's auch keine neuen Optionen. Neo, kannst du uns vielleicht mal wieder helfen? Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Einige großartige Angebote liegen in dem Regal, vorausgesetzt man betreibt ein Museum für Plunder. Hallo Neo. Hallo Sir, wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Er hat auch nichts. Bis dann, Neo. Und Tschauzi, Sir. Keilriemen, was können wir jetzt hier noch als Keilriemen nehmen, wenn nicht irgendwelche getragene Unterwäsche? Obwohl, muss ja nicht getragen sein. Dwayne, hast du eine Idee? Komm schon, du bist unsere letzte... Wo rennst du denn hin? Dwayne wollte ich ansprechen. Hallo Dwayne. Hallo George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Was halten Sie von diesem Lappen mit Schminke? Haben Sie sich mit Schauspielern herumgetrieben? Okay, bis bald, Dwayne. Auch nichts. Worauf Sie sich verlassen können. Auch nichts. Der Stand ist voller alter, ausgeschlachteter Maschinenteile. Ja, das bringt uns ja auch nichts. Da können wir nicht weg. Hier liegt nur Obst rum. Ich glaube, wir müssen noch mal in Club Alamut. Oder hier, was ist das? Aus der Nähe kann ich sehen, dass Fliegen Kebab lieben. Fliegen lieben Kebab. Oh Mann. Ein Keilriemen. Rieben, genau. Wieso zeigt der Punkt genau auf seine Tasche? Wäre schön, wenn wir ihn beklauen könnten. Och meine Güte, Ulta! Wir wollten nach Bull's Head Hill. Was ist jetzt los? Was ist das? Wieso...
Wieso liegt der Schlüssel noch da? Der Schlüssel. Wahrscheinlich ist der Schlüssel zu dem Thema. Wir gucken mal nochmal aufs Klo. Keilriemen, vielleicht so eine Handtücher? Nee. Ein endlos Handtuchspender. Handtücher als Keilriemen? Na, ich weiß ja nicht. Das funktioniert nicht. Das ist eine sehr gute Frage jetzt. Was soll das denn? Nun haben wir schon alles und haben doch nichts. Haben wir im Klo noch irgendwas? Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Oh, das sind sehr komische Toiletten hier. Können wir das wieder anbringen? Oder das irgendwie... Vielleicht doch nicht. Nee. Vielleicht doch nicht. Auch nicht. Wie soll mir bitte ein Keilriemen? Also jetzt mal ganz im Ernst. Wo soll mich ein Keilriemen finden? Hier deutet zwar alles auf die Toilette irgendwie hin, da wir an den Schlüssel nochmal rankommen, aber ein Keilriemen...